Ciao Leute, ciao von André Unge. Willkommen zu 2020 und die Frage ist natürlich, aber wie war dein 2019? Das will ich dir sofort erzählen, aber erst bitte abonniere meinen Kanal, sodass du sofort wissen kannst, wenn etwas Neues kommt. Mein 2019. Bleib dran. Also Leute, 2019 und was ist passiert auf den wichtigsten Märkten in meinem Portfolio? Warum analysiere ich in den Märkten? Ich analysiere die unterschiedlichen Märkte, die wichtigsten natürlich, nicht alle, die ich handle, weil ich dort sehen kann, wie diese Märkte am Moment mit meinen Strategien, mit meinen Ansätzen funktionieren. Also die Antwort vom Markt lese ich in den Ergebnissen. Ich habe mehrmals gesagt, meine liebsten Märkte sind DAX und Crude Oil, Rohöl, aber diese haben nicht so gut funktioniert in den letzten Jahren. Und die Märkte, die ich nicht mag, wo meine Ansätze, die kann ich psychologisch nicht so gut mag, wie Mini-S&P 500 und die Bonds, alle die Bund, Autobund und die 30-jährige Bonds in Amerika, die mag ich nicht, aber die haben normalerweise bessere Ergebnisse gebracht. Also stabile Märkte sind auch stabiler in den Antworten an meine Ansätze. Ist es auch wahr in 2019? Das sehen wir sofort. Erstmal im Energiesektor und da sehen wir sofort, dass das ist ein College von dem Activity Statement von Interactive Brokers, wo ich handle, und das sind alle Expiries von den Futures, Crude Oil, Gasoline und Heating Oil. Und hier sieht man sofort das Rohöl, das ist monatlich, das war am 31. Dezember 2019, also das sind die Ergebnisse von Dezember und hier ist ganzes Jahr, das interessiert uns. Rohöl hat ganz schlecht funktioniert. Es hat mit dem letzten Expiry hier verloren. Aber auch noch schlimmer, Dezember und November 2019 waren tief im Minus. Das kann man hier sehen. September war positiv, so war auch Oktober war positiv, so war auch September. August war aber nochmal schlecht. Und so Juli, also generell, wenn man hier eine Summe kalkuliert, waren die Ergebnisse von Rohöl absolut schlecht. Und das ist nochmal eine Bestätigung, dass am Moment Rohöl nicht mehr so gut funktioniert wie in der Vergangenheit. Meine Strategien sind meistens Trend Following auf Rohöl. Und die Antwort von Rohöl an reines Trend Following scheint nicht mehr so geil zu sein wie in der Vergangenheit. Es kann sein, dass es etwas zu tun hat mit der Länge von den Trades, die ich durchführe, entweder intraday oder für ein paar Tage. Es kann sein, dass während die Positionen ein bisschen länger im Markt, natürlich in dem Fall mit breiteren Stop-Niveaus, das ist klar, es könnte sein, dass es besser funktionieren würde, aber am Moment habe ich diese Strategien noch nicht komplett entwickelt, also ich muss daran arbeiten, aber es scheint, dass ich wirklich in dieser Richtung mindestens versuchen soll zu arbeiten, weil die Antwort an meine existierenden Strategien nicht mehr so gut ist auf Rohöl. Gasoline war soweit ein sehr stabiler Markt in den Ergebnissen auf meine Strategien, meistens Trend Following hier auch. Aber auch Gasoline, das kann man hier sehen, in Oktober, November, okay, Dezember ist nichts, hat schlecht funktioniert. September war gut, September war aber auch hier gut, also das war ein Monat, wo generell die Strategien auf Energie gut funktioniert haben, aber August war nochmal schlecht. Also Ende des Jahres war Gasoline nicht so sauber wie in der Vergangenheit. Und das ist natürlich für mich eine sehr schlechte Nachricht und ich muss vorsichtig sein für die Zukunft, was hier passiert. Ich habe hier auch Heating Oil, das ist eigentlich kein wichtiger Markt, weil ich wenige Strategien habe. Ich habe auch andere auf Natural Gas und so, aber nur die wichtigsten sind hier. Das ist hier, das hat generell schlecht funktioniert. Okay, du sagst jetzt, pass auf, Oktober war sehr gut, guck mal, fast 30.000 Euro. Ja, aber das war mit dem Problem von dem Saudi-Arabien, habe ich in einem Video erzählt, da war ich long über Wochenende mit 7 Kontrakten und das hat ihm ein starkes Gap-Up geöffnet nach dem Anschlag
und sehr viel verdient. Aber wenn man hier nett kalkuliert, was von Heating Oil kam, nett von diesem einzelnen großen Trade, waren nur Verluste in der Praxis. Also Energie war schlecht. Auf den Indexes habe ich nochmal die Bestätigung, dass mein S&P gut funktioniert und sehr stabil. Alle von den Expiries, die ich gehandelt habe, haben Geld verdient. Im Dezember hat auch die letzte, das März 2020, gut performiert und alle waren positiv. Also die Stabilität in den Ergebnissen von meinem S&P 500 ist nochmal bestätigt und obwohl ich meine Strategien auf diesem Markt nicht mag, muss ich akzeptieren, dass das ein guter Markt ist für mich. Und nochmal, die andere Bestätigung ist, dass DAX nicht so gut aussieht. Es hat generell Geld verdient, aber es ist absolut nicht stabil. Und die Juni 2019 Kontrakt hat hier sehr viel Geld verloren. Das hat fast alle anderen Gewinne weggebracht. Und das ist natürlich schlimm. Schlimm, weil es keine Stabilität zeigt, weil es große Verluste bringen kann. Und ich muss aufpassen, weil generell ist jetzt in den letzten Jahren DAX nicht mehr so sauber wie in der Vergangenheit. Und das ist eine wichtige Info für mich und für meine Strategien. Gold, ich handle auch Gold, habe ich in einem Video erzählt, dass die Stabilität von Gold leider wackelt und die Bestätigung kommt auch von den Ergebnissen in mein Portfolio. Im Dezember hat sehr viel Geld verloren im Vergleich zu den anderen hier. Generell war es positiv, aber hat fast nichts gebracht. Fast nichts im Total, das ist klar. Es gab hier 8.000 Euro ungefähr und das ist gutes Geld für meiste, aber generell muss ich sagen, für mein Portfolio war das fast nichts und die wichtigste Nachricht ist, dass generell die Antwort von Gold an meine Ansätze nicht mehr so sauber aussieht und das ist nochmal eine wichtige Nachricht für mich, aber eine gefährliche Nachricht, da man hier natürlich daran arbeiten muss. Zuletzt in dieser Analyse, es gibt natürlich mehrere Märkte, die ich dann gearbeitet habe, aber das sind die wichtigsten, die Bonds. Im Bund hat es gewackelt Ende des Jahres, Dezember 19 hat Geld verloren, meistens im November, glaube ich, oder im Oktober sogar noch, Dezember selbst war nicht so schlimm, obwohl das der letzte Monat war, aber auch März 2020 hat angefangen schlecht zu arbeiten. Generell hat es Geld verdient, aber es war, ich muss sagen, kein sehr positives Jahr und die Ergebnisse von Ende des Jahres zeigen nochmal, dass die Stabilität nicht so stark ist, wenn die Märkte selbst wackeln. Was nicht wahr ist auf 30-jährige Bond von USA. Hier hat es generell ziemlich stabil Geld verdient. Ich muss aber sagen, dass meine Modelle, auch meine Strategien auf den 30-jährigen Bond mehr diversifiziert sind als jene, die ich auf dem Bund habe. Und das hat geholfen, wenn die Märkte gerutscht sind, hat 2019 zum Beispiel wohl verloren, aber nicht schlimm verloren, hat ein bisschen verloren, okay? Und ein bisschen auch hier im März 2020, hat dann verdient im März 2020. Also generell war die Antwort von den Bonds, weil ich dort mehrere unterschiedliche Strategien hatte, besser funktioniert als auf dem Bund. Hier gibt es auch den 10-jährigen T-Notes, aber das ist unwichtig. Ich habe nur eine Strategie, die arbeitet selten und hat ein bisschen verloren, aber nichts Besonderes. Also das ist, geht um null ungefähr. Also hier auch im GABO, sowieso wenn man das 30-jährige Bond analysiert, sieht man, dass die Antwort von den Bonds positiv war. Das heißt, Min S&P und Bond, das sind die effizienten Märkte, die größten, die dicksten, die fettesten. Die sind auch die Märkte, die stabiler sind im Vergleich zu der Vergangenheit. Also die Antwort an meine Modelle, an meine Ansätze, an meine Strategien von diesen Märkten sind nochmal, in 2019 waren nochmal besser als die anderen, die mehr auf der Ineffizienz von dem Markt suchen. Trendfollowing sucht eine Ineffizienz eigentlich. Noch eine Bestätigung, ich muss wirklich daran denken und fleißig in dieser Richtung arbeiten, sodass die Zukunft noch besser aussieht. Wie war generell das Jahr? Das ist
die Equity-Linie von dem Portfolio-Analyst von Interactive Brokers. Jahr war positiv, 26,28%. Ich habe ein Ziel von ungefähr 20, also das war besser als mein Ziel in dem Fall. Sauber oder nicht? Ich kann sagen, nein, nicht besonders. Diese Fälle, wo es runtergerutscht ist, waren meistens in der Periode, wo Herr Trump mit China gestritten hat, mit seinen Tweets. Also, aber generell war es positiv, natürlich. 2020 ist nicht gut angefangen, ich meine politisch nicht gut. Wir wissen alle, was passiert zwischen USA und Iran. Das ist gefährlich erstmal für die Möglichkeit von einem Krieg oder generell alles, was zu dem gehört, aber auch für die finanziellen Märkte ist es natürlich eine Störung und wir werden sehen, was dann daran rauskommen wird. Das war meine Analyse für 2019. So, also 2019 war positiv, ich bin zufrieden. 2020, wie ich gesagt habe, ist schwierig angefangen und wir hoffen natürlich, dass alles sobald wie möglich wieder in Ordnung geht und wieder normal zurückkommt. Das wissen wir aber noch nicht, das hängt nicht an uns. Wir können nur da bleiben und hoffen. Generell, meine Analyse für 2019 hat gezeigt, dass die Werte, einige sind stabiler, wie S&P, Bonds, auch diese sollte man sich am besten konzentrieren. Dort ist es einfach einfacher, etwas, was funktioniert, zu entwickeln. Andere Märkte sind in einer Entwicklungsphase und das kann weitergehen. In welcher Richtung? Die Richtung ist von nicht effizient, das heißt, wo Trend Following, einfacher Ausdruck, gut funktioniert, zu sehr effizient, wo am besten die Counter-Trend-Techniken gut arbeiten, wie es eigentlich auf dem Mini-S&P passiert. Man muss immer beobachten, studieren, lernen und das ist, was ich jeden Tag noch mache und das musst du leider auch machen, wenn du an den Märkten Geld verdienen willst. In jedem Fall, wie ich angefangen habe, kannst du beim Erfolgstrade so geht's lesen, das ist mein E-Book, kannst du gratis runterladen, hier bei der tradingweltmeister.de Webseite. Und hast du schon abonniert, habe ich schon gesagt, abonniere in jedem Fall. Wir bleiben in Kontakt für nächstes Video, für nächste Woche oder wenn es sein wird. Ciao von André Unger.